Jetzt hat sie eine Sendung. Endlich die Brigitte Böttcher Show. Mit zwei zauberhaften Gästen. So, Konzentration und Heiterkeit, meine Herren. Wir spielen Twitter und echte Postings. Wir haben tolle Leute aus dem Netz gefischt. Carsten Maschmeyer, ein Misserfolg ist kein Prolog zur Beerdigung, sondern und bitte. Was? Ein Misserfolg ist kein Prolog zur Beerdigung, sondern nicht schwätze. Nein! Ah, Frank macht alles kaputt hier. Ja, ich nimm das ernste Spiel hier. Ja, ich merke schon. Darf ich zu Ende schreiben? Nein, okay. Nein. Ja, ich bin nicht zu Ende, Ich hab, ja, und, bitte. Erzähl. Ich habe mich an Christian Lindner orientiert, der auf derselben Schule war wie ich, in Wermelskirchen, nur 20 Jahre früher. Und der fährt als 18-Jähriger durch meine Heimatstadt, lässt sich filmen von einem Kamerateam. Damals. Gleich war er 19 und sagt, Misserfolge sind nichts anderes als dornige Chancen. Und daran habe ich mich angelehnt. Ein Misserfolg ist kein Prolog zur Beerdigung, sondern eine dornige Chance. Danke, Christian Lindner. Unschlagbar. Und? Unschlagbar. Ich wollte schreiben, sondern ist gut für meinen Fifi. Aber ich meine seinen Hund. Carsten Maschmeyer sagt, kann die Geburtsstunde Ihres Erfolgs sein? Natürlich. Das ist ein bisschen schöner formuliert. So. Genau. Ich finde, das ist ein Punkt für ihn. Hast du visionäre Fähigkeiten? Ich? Der nächste Tweet kommt von Christian Lindner. Okay. Da, da. Wermelskirchen. Geht's um Wermelskirchen? Ich war da noch nie. Ich weiß, dass du daherkommst, aber... Wermelskirchen, Entschuldigung, Sie wissen das, oder? Selbstverständlich, ich bin noch vorbereitet. Hat den größten Naturweihnachtsbaum Europas. Eine kanadische Mammutkiefer. Wahnsinn, das ist ja wirklich eine aufregende Jugend, die Sie da sicherlich verbracht Absolut, haben. Absolut. Ja. So, der Christian auch aus Wermelskirchen. Das Ergebnis, der zeigt ganz deutlich ein, ist in Wiesbaden genauso wenig gewünscht wie in Berlin. CL. Und? Das Ergebnis der FDP zeigt ganz deutlich, ein Typ wie ich ist in Wiesbaden genauso wenig gewünscht wie in Berlin. Geht nicht geschlagen. Das hat er so beschrieben. Okay, und er schreibt wirklich, das Ergebnis der Hessenwahl 2018 zeigt ganz deutlich, ein Weiter-so ist in Wiesbaden genauso wenig gewünscht wie in Berlin. Ah, und der nutzt den Hashtag, ist ein Profi, der Christian. Herrlich. Zundele, wir haben jetzt hier noch einen Journalistenkollegen, Hajo Schumacher, schreibt, heute wieder passiven Widerstand gegen das System geleistet und viel Text möglich. Heute wieder passiven Widerstand. Was? Ah, okay. Passiven Widerstand. Okay, ich hab was. Und, Oh nein, ich hab mich verschrieben. Sie haben eine Chance. Er schreibt noch nicht, Doch, jetzt so ein bisschen. Ich habe das wieder durchgeschrieben, weil es so schnell gehen muss. Achtung, Spitzengag. Gefahren, ja. Also für die kurze Zeit. Heute wieder passiven Widerstand gegen das System geleistet und im Stehcafé gesessen. Punkt an ihn. Ach Mensch. Ich finde... Ich bin bei Hajo Schumacher befangen. War der schon mal... Ja. Das war ein Scherz, der ist gefühlt sehr oft da. Ja, das ist auch jemand, den man zum Beispiel, wenn man mittags das Thema umschmeißt, anrufen kann. Herr Schumacher, wo sind Sie? Und dann sagt er, München am Flughafen. Und dann holen wir ihn ab, holen noch zu Hause einen Anzug für ihn bei seiner Frau ab. Der hat uns mal sehr geholfen. Und der hat ein Buch geschrieben über das gute Verhältnis von Männern und Frauen. Und da habe ich ihm gratuliert und habe ihm gesagt, das sei doch eine notdürftig getarnte Kapitulationsschrift im Geschlechterkampf. Da musste ich das Buch vorstellen. Ein tolles Buch. Wir wollen jetzt noch kurz den Originalton hören. Ja. Heute wieder passiven Widerstand gegen das System geleistet und die Socke mit dem R über den linken Fuß gestreift. Fühlt sich gut an, dieses latent subversive. Ah, bisschen lustig, muss man sagen. Ne? Bisschen lustig. Ja, er ist ja Langstreckenläufer. Ganz, ganz toll. Wie ist der Endstand jetzt eigentlich? Gefühlt haben Sie gewonnen, Herr Kassel. So, gefühlt habe ich gewonnen. Vielen herzlichen Dank. Brigitte Böscher! Das war Twitter-Fetter. Das war super. Entschuldigung, das ist ein Video, das kann man anklicken und man kann auch... Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Knopf von meiner Brust. Das ist der Knopf zum Abonnieren der Pierre M. Krause Show bzw. unseres YouTube-Kanals. Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Tja, das war auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Oh mein Gott, was ist das?